Willkommen zum Profil Videoblog. Heute mit Ulla Schmidt. Willkommen. Hallo. Ulla, du hast gemeinsam mit Michael Nickbarsch ein Tagebuch geschrieben im aktuellen Profil. Allerdings eines der etwas anderen Art. Erzähl von eurem Tagebuch. Naja, in Tagebüchern stehen ja normalerweise nur traurige Erlebnisse, schöne Erlebnisse, intime Bekenntnisse drinnen. Das ist sozusagen das, wenn man es so umlegen will, das intime Bekenntnis zweier Journalisten, die jetzt seit 2006, seit es die ersten gröberen Vorkommnisse in der Klagenfurter Hypo Alpe Adria Bank gegeben hat, die diese Erlebnisse niederschreiben und wie wir im Laufe dieser Jahre die Recherchen zum größten Finanzskandal der Zweiten Republik erlebt haben und was wir dabei erlebt haben und was wir zum Teil auch schon vorher gesehen haben. Zum Beispiel, was habt ihr vorher gesehen? Früher als andere? Ja, man soll sich ja irgendwie, das heißt immer so, im Rückblick ist alles ein bisschen einfacher zu sehen. Wir haben bereits sehr frühzeitig im Jahr 2011 vorhergesehen, dass die Steuerzahler für diese Bank weit mehr Milliarden zahlen werden müssen, als von Seiten der Republik, aber auch von Seiten des Bankvorstandes und der Verantwortlichen in der Bank zugegeben wurde. Das ist ja immer nur so zitzelweise ein bisschen mehr geworden. Heute halten wir schon bei einem zweistelligen Milliardenbetrag, den es wahrscheinlich abzubauen gilt. Ja, ihr schreibt das auch, denn ihr habt nachgezählt und ihr habt seit 2006, also seit Beginn der Affäre, 100 Artikel zu dieser Causa, über 100 Artikel zu dieser Causa. Da sind jetzt die kleineren Geschichten und kleineren Kästen noch gar nicht drinnen. Tatsächlich über 100 Geschichten, wo wir versucht haben, die Hintergründe auszuleuchten und natürlich auch für unsere Leser aufzubereiten, wie es zu diesem Versagen, das sich ja von der Politik über die Aufsicht bis hin zum Bankmanagement gezogen hat, wie es zu diesem Versagen gekommen ist. Was war das Abenteuerlichste, was ihr erlebt habt im Zuge eurer Recherchen in den vergangenen Jahren? Ja, wir hatten wirklich eine Menge Spaß mitunter. Aber ich glaube, das Lustigste war, als die deutsche Justiz gegen meinen Kollegen Michael Nickbarsch und mich und auch gegen den mittlerweile leider verstorbenen Kollegen vom News Kurt Kuch ermittelt hat, weil wir aus Einvernahmeprotokollen die in Deutschland Vorlagen zitiert haben. Das ist in Deutschland nicht erlaubt, hier ist es aber erlaubt. Und das wurde dann von der hiesigen Justiz weitergereicht und plötzlich fanden wir uns bei einer Einvernahme bei der Polizei wieder und haben festgestellt, also hier ging es jetzt nicht nur um ein simples Medienverfahren, sondern tatsächlich um eine strafrechtliche Verfolgung. Und die Frau Justizminister, damals Justizministerin Claudia Bandion-Ortner, hat sich dann auch im Nachhinein ausdrücklich bei uns für dieses Versehen entschuldigt, dass hier sozusagen Amtshilfe für die deutschen Kollegen geleistet wurde, ohne dass man vorher nachgefragt hat. Aber bei der Einreise nach Deutschland oder nach Bayern zumindest könntet ihr immer noch verhaftet werden, prinzipiell? Nein, ich glaube, das ist in Deutschland mittlerweile auch schon eingestellt. Ja, ja. das wär aber schon ein bisschen heftig. Ne? Nie mehr Berlin. So schnell kann es gehen. Wir haben von Prognosen gesprochen vorher. Gib zum Abschluss eine kurze Prognose. Wie geht es weiter mit der Causa Hypo? Es wird die Frage sein, wie standhaft Justizminister Schelling und wie standhaft Vizekanzler Mitterlehner bei ihrem jetzigen Vorhaben bleiben werden, nämlich die Anleihegläubiger zu schneiden, weil es gibt jetzt schon einen Aufstand seitens der Länder, die mit ihren Hypos für den Schaden der Kärntner Hypo aufkommen müssen. Es wird eine Reihe von gerichtlichen Auseinandersetzungen geben, deren Ausgang wirklich in keinster Weise zu prognostizieren ist. Da müsste man Jurist sein, um das in annähernd nur, einschätzen zu können. Tatsache wird aber sein, dass auch die Bayerische Landesbank, und das vergisst man ja gerne, die Bayerische Landesbank hat ja wesentlich zu diesem Minus, das in dieser Bank jetzt auftaucht, beigetragen, dass auch die Bayerische Landesbank um Milliarden fallen wird und
offen gestanden, das ist nur gerecht, auch wenn die Herrschaften jetzt so tun, als ob sie mit dieser Bank nie etwas zu tun gehabt haben. Das ist ein schönes Schlusswort, jawohl. Vielen Dank, Ulla Schmidt. Wir wünschen anregende Lektüre mit dem Hypo-Tagebuch von Ulla Schmidt und Michael Nikbasch und eine angenehme Woche.